Verehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende in unserer Braunschweiger Gemäldegalerie, ist das Mädchen mit dem Weinglas, wie überall, wo man einen Vermehr zu bieten hat, einer der absoluten Publikumslieblinge. Es zeigt eine elegante Genreszene im Haushalt einer beinahe aristokratisch zu nennenden Familie aus der holländischen Oberschicht und ist somit auch ein Spiegel der gewandelten Kultur in den wohlhabenden Städten Hollands nach der Mitte des Jahrhunderts. Im Unterschied aber zu vielen Werken dieses Künstlers, die erst im Zuge seiner Wiederentdeckung ab ungefähr 1860 an ihre heutigen Bestimmungsorte gelangten, wurde das Braunschweiger Bild schon vor 1710 von unserem Sammlungsgründer, Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, erworben. Also das heißt auch, dass das Gemälde schon ungefähr zwei Generationen eher in unsere Sammlung kam, bevor zum Beispiel die Briefleserin Eingang in die Dresdner Sammlung gefunden hat. Ich zeige Ihnen hier links mal ein Bild von Herzog Anton Ulrich, das wohl kurz vor der Erwerbung des Vermehr gemalt wurde. Und rechts sehen Sie eine Ansicht des heute nicht mehr erhaltenen ehemaligen Schlosses Salzdahlum. Das ist vor den Toren von Wolfenbüttel. Dieses große barocke Landschloss hatte einen eigenen Galeriebau für die umfangreiche, noch zusammenzutragende Gemäldesammlung, die Anton Ulrich sich vorgenommen hatte. Dieser Galeriebau ist der große, herausragende Gebäuderiegel links, der in Opposition zu einer großen Orangerie, das ist der große Flügel rechts, angelegt war. In seiner Schlossbeschreibung von 1710 erkennt der Hofmaler Tobias Querfurt, der seit 1686 am Hof tätig war, bereits die besondere malerische Qualität des Werkes. Es sei admirabel gemalt, schreibt er, also bewundernswert. Möglicherweise handelte es sich um eines jener Gemälde aus der Sammlung des Pieter Klaas van Ruijven, jenem schon häufiger angesprochenen, äußerst wohlhabenden Delfter Sammler und Mäzen Vermeers, der 20 oder 21 Gemälde von ihm besaß. Van Ruijvens Kollektion zeigt eine Vorliebe für elegante Genreszenen wie unser Mädchen mit dem Weinglas. Über Erbgang wäre das Braunschweiger Gemälde an Ruijvens Schwiegersohn Jakob Dissius gelangt und nach dessen Tod im Jahr 1696 versteigert worden. Dieses Datum würde sehr gut zu dem Zeitraum passen, in dem Anton Ulrich verstärkt begann, in Holland Bilder auf Auktionen zu kaufen. Entweder fuhr er dort persönlich hin oder er hatte auch eine Reihe Kunstagenten in Holland an der Hand, die ihm entsprechende Ankäufe vermittelten. 1694 nämlich war Schloss Salzdahlum eröffnet worden und sollte nun, wie gesagt, mit Kunst ausgestattet werden. Im Allgemeinen identifiziert man das Los Nummer 9 der Dissius-Auktion mit dem Braunschweiger Bild. Walter Liedtke allerdings, der Autor des aktuell gültigen Werkverzeichnisses von Vermeer, zweifelte daran. Er sagte, nach seiner Auffassung beschrieb man damals eher musikalische Gesellschaften als lustige Gesellschaft. Also Sie lesen ja hier in Frohlich Gesellschap. Allerdings sieht man ja, dass zum Beispiel unter Nummer 6 oder Nummer 10 ganz klar auf musikalische Themenstellungen auch Bezug genommen wird. Und insofern halte ich es absolut nicht für ausgeschlossen, dass die fröhliche Gesellschaft, lustige Gesellschaft tatsächlich das Braunschweiger Bild bezeichnet. Falls es so sein sollte, dass Anton Ulrich sein Bild nicht direkt aus der Dissius-Auktion gekauft hat, dann müsste es wegen der frühen Erwähnung in Braunschweig bei einer ähnlichen Gelegenheit in Holland auf jeden Fall schon erworben worden sein. Und Tobias Querfurt, der Hofmaler und Galerieintendant, wird miterlebt haben, wie das Werk in Salzdahlum ankam und in die Galerie integriert wurde. Und seine enthusiastische Bewertung, admirabel, spiegelt vielleicht die damalige Begeisterung wider, die allseits ob dieser Neuerwerbung herrschte. Zwei Generationen später allerdings scheint die Euphorie etwas abgekühlt. Der übernächste Galerieverwalter Anton Friedrich Harms, selber auch ausgewiesener Maler, hebt es nicht mehr so sehr hervor. Wir sehen hier einen Auszug aus unserem handschriftlichen Inventar von 1744.
Offensichtlich ist er nicht mal mehr richtig über die biografischen Eckdaten von Vermeer so richtig im Bilde. Man sieht ja, er schreibt das Geburtsdatum Vermeers mit Schoonhoven und von der Vermeer sei in Utrecht tätig, was, wie Sie wissen, alles nicht zutrifft. Viel wichtiger ist mir hier aber in diesem Zusammenhang noch, dass Anton Friedrich Harms zu wissen scheint, wie die dargestellte Szene zu interpretieren ist. Er schreibt nämlich ein junger Herr mit seiner Geliebten. Damit sind wir bei der Frage der inhaltlichen Bedeutung unserer Szene. Ich werde versuchen, mich in einer sozusagen kreisförmigen Bewegung um das Gemälde herum dieser extrem komplexen Frage anzunähern, wie ich finde. Aus meiner Warte sind Vermeers Gemälde gerade in dieser Hinsicht eine besondere intellektuelle Herausforderung. Und genau das macht auch den, neben der besonderen einzigartigen Malweise, den Reiz aus. Wie immer in Vermeers etwas fortgeschritteneren Bildern bleibt das Verhältnis der Figuren zueinander uneindeutig. Meine Erfahrung mit unterschiedlichen Betrachtern, die wir in der Galerie begrüßen können, zeigt, genauso wie der Blick auf die zahlreichen historischen Interpretationsansätze, die Fachkollegen veröffentlicht haben, dass Vermeer eben keinen eindeutigen Schlüssel zur Auslegung des Geschehens anbietet, auf den sich alle gleichermaßen einigen würden. Vermeer entspricht damit eigentlich und ganz grundsätzlich dem Wesen der sogenannten Genremalerei, deren Inhalte sich im Gegensatz zur Historienmalerei ja nicht auf eine festgelegte Textgrundlage beziehen lassen. Anders als bei der Historienmalerei steht keine Hintergrundinformation für das Vorher oder das Nachher der gezeigten Szene zur Verfügung und somit existiert auch eigentlich keine tiefere zeitliche Dimension für das, was wir sehen, die sich ja nur aus dem Wissen über eine zugrunde liegende Erzählung ergeben würde. Interpreten von Vermeer benutzen daher häufig Begriffe wie eingefrorene Zeit oder auch den Vergleich mit Filmstills. Also wenn Sie mal Literatur über Vermeer gelesen haben, wird Ihnen das auf jeden Fall untergekommen sein. Genau das Fehlen einer narrativen Basis löst den Impuls des Betrachters zur eigenen Erfindung, einer eigenen Erzählung aus. Während die Historienmalerei eine Vorlage für die Repetition einer historischen Erzählung bietet, eröffnet das Genrestück ein Angebot zur individuellen Interpretation eines momenthaften, nicht näher definierten Geschehens. Und da muss man einfach nochmal dran erinnern, das ist ja jetzt hier auch schon oft gesagt worden in den vorangehenden Talks, die allerersten Bilder Vermeers waren ja Historienbilder. Er wollte ja offenbar zunächst sich der Historienmalerei widmen. Ausgehend von der Genremalerei anderer Meister aus Vermeers Umfeld wurden Auslegungsvorschläge auf der Basis des zeitgenössischen Allegoriekanons gemacht. Das wäre sozusagen die einzige Möglichkeit, doch noch einen Texthintergrund für die szenischen Darstellungen, die Genredarstellungen dingfest zu machen, vor allen Dingen mittels Emblemliteratur. Bei Vermeer jedoch stoßen diese Bemühungen viel stärker an ihre Grenzen, als dies bei der übrigen Genremalerei oft der Fall ist. Ein Gemälde von Peter de Hoogh im Louvre, das hier links zu sehen ist und das wahrscheinlich nur wenig früher entstand und häufig in unserem Kontext zitiert wird, zeigt eine ähnliche Raum- und Figurenkonstellation wie im Braunschweiger Mädchen mit dem Weinglas. Doch bei de Hoogh ist eindeutig eine Bordellszene auszumachen. Dafür sprechen die derangierte, erniedrigte Position der jungen Frau und die als Kupplerin identifizierbare Ältere hinter ihr, sowie ostentativer Tabaks- und Alkoholkonsum und auch eine moralisierende Kommentierung über das Bild im Bild, was hinter der Tür hängt und Szene mit Christus und der Ehebrecherin zeigt. Die Haltung des Braunschweiger Mädchens erscheint dagegen kontrolliert. Sie wirkt meines Erachtens nicht betrunken, obwohl auch das bestritten wird. Eine Kupplerin fehlt auf jeden Fall. Über die innere Verfasstheit der jungen Frau gibt es große Uneinigkeit. Einige Betrachter sehen Unsicherheit, einige sehen jugendliche Einfalt, einige wiederum sehen Koketterie. Auch Théophile Thoré alias Wilhelm Bürger hat seinerzeit den Titel La Coquette für unser Bild geprägt. Betsy Wiesemann hat ja im aktuellen Dresdner Ausstellungskatalog nochmal darauf hingewiesen, dass junge Damen mit guter Erziehung
seinerzeit auf keinen Fall ihre Zähne durch die geöffneten Lippen gezeigt hätten, wie wir das hier in Braunschweig feststellen müssen. Als möglichen Bild-im-Bild-Kommentar haben wir zudem ein altmodisches Herrenporträt. Neutral formuliert könnte man also sagen, wir sehen hier einen starken Wandel im Habitus der Generationen. Auf der einen Seite zurückhaltend auftretende Eltern oder sogar Großeltern, eben in Form dieses Porträts an der rückseitigen Wand, orientiert an calvinistischer Ethik im dunklen Rock mit weißem Spitzenkragen. Auf der anderen Seite eine Jeunesse dorée in prachtvoller Kleidung, die Wohlstand zur Schau stellt. Doch auch hier stellt sich erneut die Frage der Interpretation. Handelt es sich um Thematisierung eines Generationenkonfliktes oder schlicht eine wertfreie Darstellung eines allgemeinen gesellschaftlichen Wandels oder stolze Demonstration des Erreichten? An dieser Stelle bietet sich der Vergleich zu den Werken von Gerard ter Borch an, dessen Satinchen offensichtlich großen Vorbildcharakter für Vermeer hatten. Ter Borchs Genrestücke, wie zum Beispiel die väterliche Ermahnung in Amsterdam, die Sie hier links sehen, oder auch das Gemälde Der Besuch in Washington, spiegeln den Status der wohlhabenden Käufer solcher Bilder und bedienen deren Freude an malerischen Finessen, wie zum Beispiel den täuschend echt nachgeahmten knisternden Seidenstoffen, die beinahe der eigentliche Anlass dieser kunstvollen Malereien zu sein scheinen. Deswegen ja auch der Begriff Satinchen. Der Wettstreit Vermeers mit diesen maltechnischen Höchstleistungen ist meiner Ansicht nach unverkennbar. Unserem Braunschweiger Gemälde geht nach allgemeinem Konsens Vermeers Gemälde in Berlin voraus. Die Leinwand hat die gleichen Abmessungen. Nur, dass es in Berlin eben in ein Querformat gedrehte, eine ins Querformat gedrehte Leinwand ist und bei uns eben das Hochformat verwendet wurde. Die Übereinstimmung der Motive ist, denke ich, offensichtlich. Vor allen Dingen geht es dabei um das Buntglasfenster, das in beiden Bildern an der linken Seite in den Bildraum geklappt ist und auch so nur in diesen beiden Werken von Vermeer vorkommt. Und auch hier lässt sich dann nochmal unmittelbarer Bezug zu ter Borch herstellen. Wie ein Schabkunstblatt nach einem verlorenen Gemälde von ihm zeigt. Das sehen Sie hier ganz links. Bei ter Borch und im früheren Berliner Gemälde ist das abschreckende Beispiel der selbstvergessenen jungen Dame recht eindeutig herauszulesen. In beiden Fällen könnte man sagen, wie das ja auch im Deutschen üblich ist, sie schaut zu tief ins Glas. Beim Braunschweiger Mädchen meine ich durchaus mehr Selbstkontrolle zu erkennen. Wenn Sie übrigens auch mal auf diese von Cornelis Plus von Amstel produzierte Darstellung schauen, dieses Tablett, was mit dem der Frau das Bierglas gereicht wird, das scheint auch dann noch mal in einer variierten Form im Braunschweiger Gemälde aufgenommen zu werden, wo es dann als Grundlage für so ein Stillleben mit Zitronen vorkommt. Also man sieht, Vermeer bedient sich sowohl an anderen Bildvorlagen anderer Künstler, als auch kombiniert er seine eigenen Kompositionen in etwas veränderter Art und Weise neu. Bemerkenswert scheint mir auch der neue offensive Blick zum Betrachter. Erstmals kommt diese gewichtige Invention in der unterbrochenen Musikstunde der New Yorker Frick Collection vor. Das Gemälde hängt ja auch in der Dresdner Ausstellung. Anstelle einer in sich abgeschlossenen Szene, in der alle Figuren ohne erkennbares Bewusstsein für die Anwesenheit eines Betrachters agiert hätten, nimmt nun eine Figur Kontakt zum Betrachter auf, ohne dass die übrigen Figuren davon Notiz nehmen. Bis auf das eventuelle Selbstbildnis Vermeers in der Dresdner Kupplerin kommt diese räumliche und zeitliche Durchbrechung der Bildgrenze danach erst wieder ab Mitte der 60er Jahre vor, unter anderem in dem berühmten Mädchen mit dem Perlenohrring in Mauritshuis in Den Haag, wo dieser Aspekt in diesem Tronier-Format ganz stark fokussiert ist.
Vermeer entkoppelt also seine Protagonistinnen von ihrer Bildwelt und verbindet sie direkt mit der Welt und der Gegenwart aller zukünftigen Betrachter, aktuell zum Beispiel eben auch mit uns. Das ist sonst eigentlich ein Merkmal der Porträtmalerei. Durch diese aktiv ausgedrückte Verknüpfung von Entstehungszeit und Betrachtungszeit entsteht ein diffuser, überzeitlicher Zusammenhang. Und das ist tatsächlich eine ganz andere zeitliche Dimension als die Zeitdimension, die man bei Historienbildern hat, die Erzählzeit, die kontinuierlich verläuft. Auch hinsichtlich der Malweise entwickelt sich Vermeer in unserem Bild weiter und beginnt mit Effekten, die wir später beispielsweise im Den Haager Gemälde mit des Mädchens mit dem Perlenohrring wiederfinden werden. Die Pigmentuntersuchungen von Hermann Kühn, die 1968 in Washington in der National Gallery durchgeführt wurden, haben in weiten Bereichen unseres Gemäldes die Verwendung des sehr kostspieligen blauen Pigments Ultramarin nachgewiesen. Das haben Sie auch von anderen Gemälden schon gehört, dass Vermeer dieses sehr teure Pigment benutzt. Und zwar nicht nur in den offensichtlichen Partien, wie zum Beispiel hier in dem blauen Tischtuch, sondern auch zum Beispiel in der hellen Rückwand, die ja so einen leichten bläulichen Schimmer aufweist, aber auch sogar zum Beispiel in den Schwarz der Bodenfliesen, in den Schattenpartien der weißen Gegenstände und höchstwahrscheinlich auch in der Untermalung der Schattenzonen des zinnoberroten Satinkleides. Das konnte leider seinerzeit, konnten dort keine Farbproben genommen werden aus konservatorischen Gründen, aber dieses Blau, diese blauen, blau leuchtenden Schatten sind auch heute in dem Gemälde noch so gut mit bloßem Auge sichtbar, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass auch hier Ultramarin verwendet wurde, was einfach sehr viel stabiler ist als alle anderen Farbpigmente in Blau, wie zum Beispiel Azurit oder Smalte. Auf jeden Fall modelliert er nicht wie üblich mit Grau, Ocker und Brauntönen. Er tönt also nicht einfach die Lokalfarbe eines Gegenstandes mit diesen gebrochenen Farben in den Schattenbereichen ab, sondern er nutzt Primärfarben dafür, die die Leuchtkraft des gesamten Gemäldes so extrem steigern. Gregor Weber hat ja in seinem Vortrag beim vorletzten Mal darauf hingewiesen, dass man die Extremhelligkeitswerte, die man im Außenraum feststellt, niemals in einen Innenraum transferieren kann. Das wussten also die Zeitgenossen Vermeers auch schon recht genau. Und erst recht kann man das nicht auf die Gemäldefläche 1:1 übersetzen. Daher muss man sich eine andere Umsetzung überlegen. Und Primärfarben ungefiltert nebeneinander, wie sie Vermeer hier zeigt, sind tatsächlich ein Weg. Sie steigern sich in ihrer Leuchtkraft gegenseitig, sodass man den Eindruck hat, das ganze Bild ist extrem lichterfüllt. Ich persönlich finde es wirklich rasant, wie sich Vermeer im Braunschweiger Gemälde von der klassischen Tonalität seiner Zeit löst und jetzt ganz dezidiert bestimmte physiologische Effekte unseres Sehens herausarbeitet, die er offenbar sehr genau analysiert hat. Also er beobachtet sozusagen sein eigenes Sehen. Er benutzt Reflexfarben statt Lokalfarben. Also damit ist gemeint, wenn Sie zum Beispiel sich mal auf die weißen Spitzen an den Ärmeln des Mädchens konzentrieren, dann sieht man dort die vordere Manschette stark mit Blautönen abgetönt, während die hintere Manschette mit Gelb gestaltet ist. Oder auch die mit Blau- und Rottönen schattierte Manschette des Herrn. Und Sie sehen im Anschnitt auch noch das weiße Tischtuch links am Rand. Auch dort sieht man diese starken Blauanteile und leichte Rotanteile, mit denen die Schatten gestaltet werden. Es sind Effekte, wie beispielsweise in der Frau mit Wasserkanne aus dem Metropolitan Museum. Und dabei ist noch etwas wichtig, Vermeer bemüht sich nicht um ein illusionistisches Verschleifen der Modellierung, sondern er belässt, wenn man näher zutritt, sichtbare Abstufungen von Lichtzone, Mittelzone und Dunkelzone. Die Technik der Modellierung bleibt erkennbar. Vermeer demonstriert ganz ausdrücklich die Zusammensetzung der Gegenstandsform aus einzelnen Farbflächen.
Also wenn Sie auf die blau modellierte Haube der New Yorker Frau schauen, dann denke ich, können Sie das sehr gut erkennen, dass zum Beispiel links auf ihrer Schulter eine ganz klare weiße Partie zu sehen ist. Und wenn Sie auf die rechte Seite schauen, da haben Sie richtig kantig abgestufte mittelblaue und dunkelblaue Farbflächen, aus denen sich dann diese Haube zusammensetzt. Beim Blick auf den Tischteppich möchte ich an diesem Punkt einen vielleicht überraschenden Bezug zu einer ganz anderen Kunstgattung herstellen. Vermeer kommt nämlich aus einer Familie von Textilhandwerkern. Und deswegen darf man ihm womöglich einen gewissen Sinn für Textilprodukte unterstellen. Sein Großvater mütterlicherseits war schon Weber und auch sein Vater hatte das Weberhandwerk erlernt, bevor er sich auf seine lukrativere Tätigkeit als Gastwirt und Bilderhändler konzentrierte. Und Delft war auch eine Produktionsstätte für die sehr kunstfertigen Tapisserien. Es war nicht die Hauptproduktionsstätte, aber man fertigte dort auch Tapisserien an, bei denen bekannte Maler oft die Bildvorlagen entwarfen. Ich zeige hier einen Bildteppich aus dem Bestand des Amsterdamer Rijksmuseums, der ungefähr in der Zeit Vermeers in Delft hergestellt wurde. Wenn Sie sich mal auf die Gruppe links in dieser Darstellung konzentrieren, dann zeige ich Ihnen aus diesem Wandbehang jetzt hier auf der linken Seite ein herausvergrößertes Detail. Bei solchen Tapisserien entstehen die Gegenstände ebenfalls aus deutlich erkennbaren, nebeneinander gesetzten Farbflächen, weil der Weber mit seinen farbigen Fäden nicht so fein modellieren kann, wie der Maler das mit seinem Pinsel tun könnte. Es werden große Formen gebildet, Licht und Schatten entstehen aus Abstufungen, die aus der Nähe mit bloßem Auge erkennbar sind, die sich aber aus der Entfernung so im Auge zusammenschließen, dass Motive klar bleiben und lesbar bleiben und nicht sozusagen in Kleinteiligkeit untergehen. Man muss sich ja vorstellen, solche Tapisserien sind mehrere Meter breit und sollen auch aus der Entfernung angeschaut werden. Ich stelle mir die Frage, ob Vermeer nicht auch von dieser Technik beeinflusst wurde. Sie zeigt nämlich, dass nicht unbedingt eine ihre Methoden verschleiernde Imitation der Natur das Ziel sein muss, sondern wie Kunstwerke ein möglichst überzeugendes Äquivalent für die Darstellung der Natur entwickeln können. Tapisserien spielen ja im Werk von Vermeer als Motiv selbst oft eine Rolle. Ich zeige Ihnen hier nur ganz kurz die Allegorie des Glaubens, weil ich auf den Vorhang dort verweisen möchte, der den Blick für uns freigibt und ja auch eine solche Bildweberei sozusagen in Szene setzt. Die variationsreiche Kombination technischer Effekte trägt zur Lebendigkeit von Vermeers Werken bei. Natürlich finden wir auch im Braunschweiger Gemälde Pastos aufgesetzte Lichtperlen, zum Beispiel in diesem Goldbrokat des Ärmels oder auch wenn Sie sich auf diese Polsternägel an dem spanischen Stuhl konzentrieren. Oder auch, wenn Sie sich auf das Silbertablett konzentrieren, dort haben Sie auch solche farbigen Perlen, die so Lichteffekte nachstellen. Und hier kann man tatsächlich vermuten, dass ein Seheindruck eingeflossen ist, den Vermeer beim Blick durch die Kamera Obscura gewonnen hatte, die Mitte der 1650er Jahre in Delft öffentlich vorgeführt wurde. Zu Vermeers Repertoire gehört weiterhin auch eine Art, ja, ich nenne es immer ganz gerne Delfter Sfumato, in Ableitung von der venezianischen Malerei, nämlich das Vermeiden von harten Konturen und das Erzeugen einer gewissen Unschärfe um die Gegenstandsgrenzen herum. Das sieht man sehr schön an dem Rückenkontur des Mädchens, aber auch wieder an der Stuhllehne, gerade an der oberen Kante dieser Stuhllehne, kann man das sehr gut sehen. Vermeer lässt ganz bewusst die einzelnen Malschichten sich nicht deckungsgleich, stellt die nicht deckungsgleich dar, sondern lässt die bewusst so ein bisschen verschoben überlappen, sodass da diese Unschärfe hineinkommt, die tatsächlich auch ein Effekt unseres natürlichen Sehens ist. Also man könnte auch andersrum sagen, Vermeer täuscht sozusagen das Auge, um letzten Endes den richtigen Effekt zu erzielen, das Richtige zu vermitteln.
Samuel van Hoogstraten, der bekannte Schüler Rembrandts und Verfasser einer der wichtigsten kunsttheoretischen Abhandlungen über das Wissen und die Erfahrung der holländischen Maler des 17. Jahrhunderts, bietet uns in seiner Inleitung Tot de Hoges Rolle des Schilderkunst ein Zitat, das perfekt die Qualität der Malerei Vermeers zusammenfasst, wie ich meine. Die Malerei ist eine Wissenschaft, um alle Ideen oder auch Denkbilder, die die ganze sichtbare Natur bereitstellt, abzubilden und mit Linien und Farben das Auge zu betrügen. Und dann etwas weiter, denn ein vollendetes Gemälde ist wie ein Spiegel der Natur. Es ruft Dinge, die nicht da sind, scheinbar hervor und betrügt auf eine angemessene, erfreuende und lobwürdige Weise. Konstitutive Eigenschaft von Vermeers Schaffen ist ebenfalls ein intellektueller, reflektierender Umgang mit der Frage, wie verhält sich Malerei zur Natur, beziehungsweise wie verhält sich unsere Wahrnehmung zur Realität, und zwar auf einer doppelten Ebene, nämlich erstens auf der Ebene der physischen Wahrnehmung, Hoogstraten spricht von Linien und Farben, und zweitens auf der Ebene der inhaltlichen Rezeption. Bei Hoogstraten werden die Vokabeln Ideen und Denkbilder gebraucht. Man muss sich vielleicht erinnern, dass zum Beispiel René Descartes schon rund 20 Jahre zuvor seine großen Schriften zur Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie in Leiden veröffentlichte, wo diese Fragen formuliert wurden. Und es gab insgesamt in Holland einfach ein Klima des naturwissenschaftlich-philosophischen Nachdenkens und Forschens, auch mit Constantijn Huygens, mit Antony van Leeuwenhoek und vielen anderen Gelehrten. Und ich denke einfach, das hat auch auf die bildenden Künstler abgefärbt. Damit komme ich noch mal zu Interpretationsfragen zurück. Bis 1996, als im Rahmen der großen Vermeer-Ausstellung in Washington und Den Haag vieles neu bewertet wurde, sah man im Fenstermotiv unseres Gemäldes einen recht simplen Clavis Interpretandi, die emblematische Figur der Temperantia oder zu Deutsch Mäßigung, die häufig mit dem sprechenden Motiv des Zaumzeugs mit Zügel ausgestattet wurde. Ich zeige Ihnen hier einfach einmal ein druckgrafisches Vergleichsbeispiel aus unserem Kupferstichkabinett von Tobias Stimmer. Und mit dieser Identifikation schien klar, unsere fröhliche Gesellschaft war als moralischer Appell zur Mäßigung gedacht. Das Fenstermotiv sozusagen als Emblembild, die gesamte Gemäldeszene sozusagen als ausführender Kommentar dazu, der wie in einem Emblemtext die mahnende Botschaft erläutert, indem er mittels Negativbeispiel plastisch vor Augen stellt, wovor gewarnt wird. Doch Gregor Weber schaute genau hin und stellte in seinem 1998 erschienenen Symposiumsbeitrag zur Ausstellung fest, dass wir eigentlich nur eine Figur sehen, die an langen Bändern ein Familienwappen präsentiert. Zügel und Zaumzeug sind hier definitiv nicht zu finden. Als Beleg und zum Vergleich habe ich das Titelblatt zu Daniel Heinsius Emblembuch Quaeresquidsit Amor herausgesucht. Das ist das erste holländische Buch mit Liebesemblemen, was 1601 erstmal erschien. Ich zeige Ihnen hier aber eine sehr schön kolorierte Fassung von 1610. In diesem Titelblattentwurf verbindet sich schönerweise dann auch noch dieses Wappenhaltermotiv mit dem Amor-Motiv, das ja in Dresden so eine wichtige Rolle aktuell spielt. Offensichtlich sind das einfach auch sehr weit verbreitete Motive, die in der Gedankenwelt der Zeit miteinander in Verbindung stehen und immer wieder aufgerufen werden konnten. Die frühere Temperantia-Interpretation ist allerdings meines Erachtens kein Zufall, sondern sehr bezeichnend. Ausgehend vom allegorischen Koordinatensystem der Genremalerei, das spätestens seit den 1620er, 30er Jahren in voller Blüte stand und deutlichen Bezug zur Emblematik aufweist, folgte man auch hier, also noch gegen Ende der 1650er Jahre, einer entsprechenden Erwartungshaltung, mit der Vermeer vielleicht sogar gerechnet hat, wie ich vermute. Das Zitronenmotiv, der Wein, das vermeintliche Tabakspapier, allerdings ohne Pfeife, vielleicht auch ein Briefpapier, der anzügliche Blick des Mannes, sie scheinen die üblichen Zutaten
einer lockeren Gesellschaft zu sein, wie man sie zum Beispiel auch in einem Gemälde von Pieter de Hoogh im Rijksmuseum sehen kann. Bei de Hoogh ist allerdings ein viel eindeutigerer Gegensatz auszumachen zwischen dem Fleiß der Magd im Hintergrund, die sich dort an dieser Wassertonne zu schaffen macht, und dem lasterhaften Müßiggang am hellen Tag bei der Gruppe am Tisch, sodass hier der moralisierende Tenor viel eindeutiger zu definieren ist. Vermeer wählt hingegen uneindeutige Anspielungen auf diese Bildtradition, scheint mit subtilen Verweisen auf Moralvorstellungen im Geschlechterkontext zu spielen. So baut er zum Beispiel ein verstecktes Echomotiv in die Komposition ein. Ich habe mir jetzt mal mit unserem eigenen Gemälde diese Photoshop-Montage erlaubt. Die Form von Weinkanne und Serviette, wenn man die herauspräpariert, stellt man fest, dass sie der Silhouette des Mädchens sehr nahe kommt. Angesichts der Farbe Weiß von Kanne und Serviette kann man natürlich auf allegorische Interpretationen kommen. Weiß natürlich als Farbe der Unschuld, hier in Verbindung mit dem Mädchen. Das alles ist aber wieder nur eine der vielen Optionen, die sich bei der Bildanalyse entdecken lassen. Es gibt keine dezidierte Leseanweisung. Und man muss natürlich das Gemälde schon sehr kontemplativ anschauen, um solche Bezüge überhaupt wahrzunehmen. In einem Emblembuch von Adrian Spinnaker von 1714 findet man einen anderen Gedanken, der zu Vermeers Zeiten vermutlich schon virulent war und eine bunte Wappenscheibe als Motiv benutzt. Spinnaker vergleicht hier den Lichteinfall durch eine Buntglasscheibe mit unserer voreingenommenen Wahrnehmung und mahnt stattdessen zum Bemühen um ein gerechtes, unvoreingenommenes Urteil. Wir sollen uns bewusst sein, dass der Anschein trügen kann. Spinnaker bezieht sich in seiner Bildunterschrift auf das Johannesevangelium, wie Sie in der letzten Zeile lesen können, Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 24. In seiner ausführlichen Bilderläuterung wird erklärt, wie unser Blick auf die Welt gefärbt, also beeinflusst ist. Die Werkbank des Handwerkers wird nicht durch ungefiltertes, klares Tageslicht beleuchtet, sondern durch den Farbfilter der Buntglasscheibe verändert. Unter dem Glaswappen bei Spinnaker ist zu lesen, Schein und Betrug, also das Rein betrügt, das sehen Sie in der Herausvergrößerung auf der rechten Seite. Das lässt sich womöglich direkt auf unser Gemälde beziehen. Für mich besteht zwischen Vermeers Wappenfenster und seinem gesamten Gemälde eine formale ästhetische Beziehung durch die drei leuchtenden Primärfarben, die sowohl das Fenstermotiv als auch die Gesamtkomposition des Gemäldes bestimmen. Es entsteht also auch hier wieder so eine Art Echowirkung zwischen dem Fenster und dem gesamten Bild. Vermeers Gemälde mag zu allerlei Fantasien über den erotischen Fortgang der Handlung anregen. Welche Rolle jede Figur dabei aber genau einnimmt, bleibt der Vermutung des jeweiligen Betrachters überlassen. Und das ist wiederum von dessen persönlicher Voreinstellung abhängig. Es bleibt sehr viel Spielraum. Handelt es sich um die Verführung eines unerfahrenen jungen Mädchens oder sehen wir eine galante Unterweisung einer jungen Dame, wie sie zum Beispiel ihr Weinglas elegant zu halten hat? Oder ist sie doch Tore Bürgers la Kokett? Spinnakers Buch, Emblembuch, erschien erst 1714 und so ist meine Bezugnahme mit einer gewissen chronologischen Einschränkung natürlich zu verstehen. Und ich möchte wohlgemerkt auch nicht die eine emblematische Vorlage gegen die andere austauschen, weil mir es zu kurz gegriffen scheint, Vermeers Genrebilder als simple Illustration emblematischer Vorlagen zu verstehen, sondern es geht mir einfach um gewisse Gedankenbilder, die offenbar in Vermeers kulturellem Horizont einfach gegeben waren. Wie weit die Suche nach einer eindeutigen Lesart für Vermeers Gemälde führen kann, soll auch eine letzte, jüngst erschienene Interpretation zeigen, die ich hier stark abgekürzt kurz referieren und bewerten möchte. 2018 veröffentlichte Hölp-Seidervat einen Artikel mit einer genealogischen These, die uns eine ganz andere Perspektive auf mögliche Auftragszusammenhänge bei Vermeer eröffnen will.
Schon Elisabeth Neudenburg hatte 1942 dargelegt, dass es sich bei unserem Fensterwappen um das Allianzwappen von Moses van Nederveen und seiner ersten Frau Jannetje de Vochel handelt. Die beiden sehen Sie in meinem Stammbaum ganz zu oberst dargestellt. Das Wappen ist also zur Vermehrszeit ein altes Wappen, denn die Eheleute starben, wie Sie sehen, schon 1604 bzw. 1627. Söderfath konnte nun zeigen, dass Nederveen, führender Schießpulverfabrikant der Generalstaaten, ein großes Haus, Het Gulden Laken, am Oude Delft, Ecke Pepersteeg, besaß. In diesem Haus, Gulden Laken, soll sich die Wappenscheibe auch zu Vermehrszeiten noch befunden haben, denn die Nachfahren des Ehepaares führten das Unternehmen, also die Schießpulverfabrik, weiter und wohnten auch weiterhin in diesem Haus. Dieses Haus lag nur wenige Gehminuten vom Grote Markt entfernt, wo das Gasthaus Mechelen von Vermeers Vater stand. Vermeer könnte also demzufolge die Wappenscheibe sehr oft gesehen haben. Übrigens residierte auch Pieter Klaas van Reuven an der zentralen Adresse des Oude Delft. Das war ja sehr zentral, sozusagen eine Hauptstraße in der Stadt. Ausgehend von dieser Identifikation sieht Söderfath in dem Braunschweiger und dem Berliner Gemälde sowie auch dem Bild der Frick Collection Hochzeitsgeschenke dieser wohlhabenden Delfter Familie Nederveen de Vochel. Söderfath nimmt an, dass das Berliner Bild als Hochzeitsgabe für den Enkel Salomon, der 1658 heiratete, in Auftrag gegeben wurde. Also das ist Salomon von der Höll, der mit Rüskes Ravesande verheiratet war. Das sehen Sie direkt über der Abbildung des Berliner Gemäldes. Dass also das Bild für Salomon in Auftrag gegeben wurde und dass das etwas spätere Braunschweiger Bild dann als Hochzeitsgabe für die Enkelin Nederveens, für Barbara van Nederveen, bestellt wurde. Und dass dann schließlich das Bild der Frick Collection für die Hochzeit von Enkelin Anna bestimmt gewesen sei, die ebenfalls 1660 heiratete. Nur im Berliner und im Braunschweiger Gemälde erscheine das Wappen im Fenster eben, weil einerseits Salomon für den Fortgang der Schießpulverfabrik sorgte und in Barbara Nederveen der Name des Gründers weiterlebte, während Anna keine solche Funktion zugeschrieben werden kann. Bei ihrem Bild jedoch als Zeichen der Hochzeitsgabe ein Amor-Zitat als Bild im Bild eingefügt worden sei, eben jener Amor ungefähr, der ja auch in dem Dresdner Gemälde wieder vorkommt. Die Argumentation von Söderfath scheint auf den ersten Blick bestechend, weil die Hochzeitsdaten der Enkelkinder zur ungefähren Datierung unserer drei Gemälde passen. Allerdings sind keine Belege für die Auftragsvergabe bekannt, sondern alles basiert auf der Identifikation des Familiensitzes mit dem Wappenfenster einerseits und der Rekonstruktion der Familiengeschichte. Kaum haltbar ist meines Erachtens jedenfalls Söderfaths weitergehende Vermutung, in den Bildern seien der Enkel Salomon bzw. die Enkelin Barbara und Anna repräsentiert bzw. porträtiert, denn den Figuren fehlt jeglicher Porträtcharakter, mal abgesehen davon, dass ein solches Rollenspiel mit seinen möglichen zweifelhaften Konnotationen für Personen der Delfter Oberschicht wohl kaum denkbar erscheint. Im altmodischen Herrenporträt an der Wand des Braunschweiger Bildes vermutet Söderfath sogar ein Bildnis des Moses van Nederveen, gemalt von Michiel van Mierevelt. Die Assoziation zu Mierevelts Porträts allgemein, dessen Werkstatt sich ebenfalls am Oude Delft befand, also somit in der Nachbarschaft der Nederveens, wurde schon immer gesehen. Ein gesichertes Bild des Moses van Nederveen ist allerdings nicht bekannt. Ich habe hier unserem Gemälde einfach mal ein Porträt des bekannten Dichters Pieter Cornelis Hooft aus der Amsterdamer Universität an die Seite gestellt, weil das einfach sehr schön diesen Porträttypus ein bisschen zur Haltung der Figur auch nochmal deutlich zeigt. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wer in unserem Braunschweiger Gemälde dort hinten an der Wand hängt. Insgesamt kennen wir zwar eingekleidete Porträts in Genreszenen
dieser Art nicht. Denn immerhin bleibt diesen Sujets eine mögliche negative Ausdeutung letztlich doch eingeschrieben. Eine mögliche, wie gesagt. Was mit dem Repräsentationsstreben der höheren Bürgerkreise nach der Mitte des Jahrhunderts eigentlich nicht in Einklang zu bringen wäre. Wir haben zwar von Peter de Hoogh zum Beispiel ganz wenige Beispiele von Familienporträts im Interieur, aber die bleiben alle im Rahmen üblicher Standards eines Gruppenporträts. Also Sie sehen hier die Familie Jacob Hoppesack aus dem Amsterdam-Museum ein Gemälde, wo auch mit zum Beispiel den Wappen der Eheleute operiert wird. Die beiden Wappentafeln hängen links oben an der Kaminwand. Es gibt auch eine gewisse narrative Elemente in dem Gemälde. Also das kleine Kind bringt Blumen, die Dienstmagd bringt einen Brief. Aber das ist doch alles sehr im Allgemeinen belassen. Das Amorbild im Gemälde der Frick Collection wertet Söderfath als deutliches Kennzeichen für ein Ehegeschenk, ohne auf die Amor-Zitate der drei anderen, in drei anderen Vermeerbildern einzugehen. Und so gesehen hätte man ja auch dann erwarten müssen, dass auch das Dresdner Bild eine Hochzeitsgabe sein müsste. Ein Widerspruch ergibt sich auch hinsichtlich der überlieferten Provenienz vieler Werke aus der Sammlung des Vermeer-Mäzens Peter Klaas von Reuven, auf die ich ja auch für unser Bild am Eingang schon eingegangen bin. Denn wenn das alles Hochzeitsbilder waren, würde man sich fragen, wie kamen sie dann in die Sammlung von Reuvens? Für das Braunschweiger Bild stellt Söderfath die Hypothese auf, dieses sei erst durch Dissius, also den Schwiegersohn von Reuvens, von Barbara van Nederveens Tochter zu Beginn der 1690er Jahre gekauft worden. Dann wäre es allerdings sehr schnell sofort weiterverkauft worden an Herzog Anton Ulrich. Und fraglich ist allerdings auch, dass van Reuven die stehende Frau im Virginal besaß, wo ein solches Amor-Bildzitat vorhanden ist, und auch die eingeschlafene Dienstmagd in New York mit einem solchen Amor-Zitat. Wenn das alles Hochzeitsbilder gewesen wären, hätte van Reuven die von den Eigentümern ja sehr schnell erhalten, und das ist eigentlich nicht vorstellbar. Sie sehen also insgesamt, dass ich von Söderfaths These nicht überzeugt bin, sie nicht für schlüssig halte, aber sie deswegen vorgestellt habe, weil sie wieder mal ein schlagendes Beispiel für die immer neuen und meines Erachtens zum Scheitern verurteilten Versuche ist, absolute Bildbedeutungen bei den Gemälden von Vermeer zu definieren, also eindeutige Bedeutungen. Die Genremalerei Vermeers und anderer Maler enthält aber viele sich wiederholende Elemente und Motivbausteine und Requisiten, die eher auf eine bestimmte Werkstattpraxis, eine vielleicht auch ökonomische Werkstattpraxis hindeuten und vor allen Dingen auf ein Spiel mit einmal entwickelten Bildelementen. Wahrscheinlicher ist für mich immer noch, dass Vermeer zweimal mit dem Nederveen van der Vogelwappen aus der prominenten Adresse am Oude Delft experimentierte, wie er eben auch mit anderen Motiven experimentierte, auch ohne einen Auftrag aus der betreffenden Familie. Gerade die Offenheit gegenüber dem Betrachter macht meines Erachtens die Kunst Vermeers bis heute so attraktiv oder heute sogar besonders anziehend. Sie entspricht dem Wesen der Genremalerei auf eine sehr grundsätzliche Art, weil kein eindeutig festgelegter narrativer Inhalt zugrunde liegt, lassen sich vielfältige und immer neue Sinnebenen denken und ausdenken, die uns als Betrachter auf intensive Weise immer wieder fordern und fesseln. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.